es gibt so Träume, dass wir bald eine Festplatte am Gehirn haben und da wird das Schulwissen aufgespeichert, wir müssen gar nicht mehr lernen, also sowas. Das halte ich für ein bisschen kauzig. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass das geht, aber es ist kauzig. Wir hätten das Internet nicht so rasch kommen sehen können. Also ich glaube das nicht. Also dass man, also auch, glaube ich, ich habe mich lange damit beschäftigt. So richtig die Idee, dass es ein Internetzeitalter geben könnte, hatte ich so um 97, 98 rum, nicht viel früher. Dann war es aber relativ klar, was kommen könnte, weil man gesehen hat, dass sich plötzlich diese Dotcoms gebildet haben, aus an jeder Ecke, haben sich so total vermehrt. Die sind alle gescheitert, aber die Business-Ideen werden alle noch kommen. Also so Gebrauchtwagenversteigerung oder so gab es 2001, ist glorreich gescheitert. Carsharing hat angefangen und so, ist auch glorreich gescheitert. Das sind lauter Erfindungen, die viel Infrastruktur brauchen und die muss man erst haben. Und die kommt jetzt langsam, aber man kann einfach eine Liste der gestorbenen Dotcom-Firmen nehmen, was die Leute als Träume damals hatten. Die sind alle pleite gegangen, aber man kann die Liste an die Wand hängen und das kommt demnächst. Also das kann man im Grunde voraussagen. Die Leute sind ja nicht schlecht im Voraussagen, sondern sie haben das Timing nicht verstanden und auch nicht die nötige Infrastruktur. Ich denke, wir haben jetzt so einen Punkt durch die iPads erreicht, dass das Internet jeden erreicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für Techniker ist das kein wichtiger Punkt. Die sagen, wir haben seit 20 Jahren PCs und so ein Pad oder ein Tablet ist nicht viel mehr als ein PC oder ist eher weniger. Aber das Problem ist, dass es ja jeder jetzt nutzt und jeder ein Smartphone hat. Und jetzt kommen die ganzen Dinge dazu. Also die was normale Leute dazu benutzen. Und jetzt gibt es auch so ein Mind-Change. Die Leute werden technikaffiner, haben mehr Lust, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt passiert irgendwas in der Gesellschaft mental. Also wir haben erst so die technische Revolution gehabt und jetzt kommt langsam die mentale, dass die Leute das gerne annehmen, gerne benutzen. Und dann sind sie auch bereit, an den Infrastrukturen zu arbeiten, die man dann hat. Also bis jetzt haben alle Techies immer geschrien, wir brauchen einen Ausbau des Internets, ich auch immer. Wenn jetzt aber alle iPads haben und alle Smartphones und dann aber ein sehr großer Teil, jetzt ein viel größerer Teil der Bevölkerung unzufrieden ist mit der Internetabdeckung, dann wird es gemacht. Das hat was mit dem Mindchange der gesamten Bevölkerung zu tun. Das kommt jetzt demnächst.